Hallöchen Leute, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil Revelations 2. Wo wir immer noch in den Minen stecken. Aber seit dem letzten Part ein bisschen Fortschritt zu vermelden haben. Denn nachdem wir im letzten Part den Strom und das Ventilationssystem angestellt haben, werden wir heute wohl die Karte für den Aufzug holen, wenn ich raten müsste. Und vielleicht finden wir auf dem Weg auch noch etwas. Würdest du bitte einfach da runterklettern, Barry? Danke. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin auch noch etwas Heilung. Etwas Heilung wäre schon gut. Würde ich behaupten. Schaden 4. Okay. So, da wollen wir Schaden 4 reinpacken und dich wollen wir dafür ausrüsten. So, den Anti-Rückstoß kann ich da nicht reinpacken. Könnte ich hier reinpacken, aber das würde nichts bringen. Okay, jetzt haben wir da einfach 20 Schuss drin. Gut. Den Lift-Aktivierungsschlüssel, den bräuchten wir in der Tat noch. Dann bin mir ziemlich sicher, dass wir den eventuell hier bekommen könnten. Wenn ich mal raten müsste. Lass mich mal kurz gucken. Oh Gott. Geh. Danke. Das war mein Ziel. Komme ich vielleicht auch irgendwie einfach an dich hinten ran, damit ich da nicht noch mehr Munition verschwende. Dann lass mich hier hoch und die ganze Situation mal überblicken, denke ich. Jo, Kleine. Jo, Kleine. Ich sehe da was. Ich würde behaupten, dass der einfach wieder zu leben anfängt. Oh Gott. Das! Oh, wir haben zu wenig Leben. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Versuchen wir es nochmal, schätze ich. Ach, es ist nervtötend, dass wir da jetzt starten. Egal. Wir sollten einen guten alten Tipp von mir, den ich kenne, vielleicht nochmal versuchen, uns zu vergegenwärtigen. Nämlich einfach nicht sterben. Einfach nicht sterben wäre für den Anfang eine ganz fantastische Idee. Einfach nicht gottverdammt nochmal sterben. Die Sache wäre einfacher, wenn ich wenigstens etwas Heilung hätte. Nur ein bisschen. Denn ich habe so das Gefühl, dass das nicht unbedingt easy wird. Okay, dann warten wir kurz darauf, dass du wieder von mir wegdrehst. Aber das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren.
Oh Gott, ist das nervtötend mit den roten Eiterbeulen. Oh Gott, ist die Sache mit Ouroboros aus Resident Evil 5. Gott, ist sie nervtötend. Was ist das mit dir? Okay. Dann das andere Bein. Also es kann hilfreich sein, aber im Moment ist es einfach nur nervtötend. Okay, du bist von der anderen Seite verschlossen. Da können wir irgendwie durch. Komme ich hier hoch? Natürlich nicht. Kleine, würdest du dich auch einfach dahin bewegen? Du würdest mir einen riesigen Gefallen damit tun, wenn du nicht einfach trotz alledem hierhin bewegen würdest. Egal, ob das jetzt der perfekte Ort ist oder nicht. Weil an für sich habe ich auch schon so genug Probleme wie, weiß auch nicht, verdammt nochmal, Lebensmanagement. Barry, raus da. Würdest du bitte da rausrennen? Dankeschön. Damit ich reinrennen kann. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass da irgendwas kommen wird, was auf uns lauert. Oh. Er lebt denn nicht mehr. Herz allerliebst. Dafür, lebt er noch. Okay. Vielleicht bemerkt er uns nicht. The monster is coming. The monster is coming. Würdest du bitte einfach hier hinkommen? Dankeschön. Ich liebe es, wenn Pläne funktionieren. Beziehungsweise bis jetzt funktioniert hier gar nichts. Außer den effektiven Burn meiner Restmunition. Ich meine, was ich damit sagen will, sieht alles andere als gut aus. Sieht gerade alles andere als gut aus. Oh. Oh, yes. Benutzen. Okay. Das scheine ich irgendwo für zu brauchen. Würdest du bitte... Schmeiß den Käfig da einfach runter. Und lad deine gottverdammte Waffe nach. Damit wir hier vielleicht mal endlich hinmachen können. Eine Teilebox. Das finde ich gut. Eine Teilebox. Eine Teilebox für dich. Eine Teilebox für mich. Nein? Oh. Das ist der Teilebox-Song. Hey! Okay, hoch hier. Hoch. Kommst du? KI scheint mir an manchen Stellen zu schlafen. Der Lift-Aktivierungsschlüssel. Oh, hier hätten wir zuerst hingemusst. Tagebuch eines Minenarbeiters 1. Ha, ups. Lesen wir sie halt in verkehrter Reihenfolge, wie mir scheint. Stinkende Chemikalie.
So, dann. Lass mich das wenigstens noch vorlesen. 11. Februar. Endlich habe ich die Gelegenheit, in der Mine für unsere Wohltäterin zu arbeiten. Jetzt werde ich richtig Kohle scheffeln. Ich habe erst davon erfahren, nachdem ich hier zu arbeiten angefangen habe. Aber anscheinend stellen die in den unteren Ebenen Medikamente her. Man braucht eine spezielle Erlaubnis, um da runter zu gehen, und die Sicherheit dort scheint ziemlich streng zu sein. Muss wohl etwas Wichtiges da unten vor sich gehen. 24. März. Sind ihre eigenen Leute, die in der Forschungsanlage arbeiten. Aber es arbeiten auch einige von uns Inselbewohner dort. Jeder, der direkt für sie arbeitet, bekommt einen ordentlichen Batzen Lohn. Das Geld, der Status, der Wodka. Wer würde das nicht für sich wollen? Aber in letzter Zeit haben sie eine Menge neuer Leute angeheuert. Und die sind noch nicht mal besonders schlau oder tüchtig. Anscheinend brauchen die einfach nur Dutzende neue Leute. Ich habe da eine Menge Menschen reingesehen. Aber es kommt nie jemand heraus. Es muss wohl da unten noch einen anderen Ausgang geben. Oder etwa nicht. Um ehrlich zu sein, wahrscheinlich willst du das gar nicht wissen, aber ich verrate dir was. Es gibt keinen zweiten Ausgang. Psst. Es gibt keinen zweiten Ausgang. Sie werden alle einfach in irgendwelchen Experimenten verheizt, mein Bester. Es ist nicht schön. Wir wissen auch noch nicht, zu welchem Zweck sie das am Ende wirklich versucht. Weil, ja, ich habe was gehört von ihrer Metamorphose und Verwandlung, dass sie ihr Bewusstsein in Natalia, glaube ich, übertragen will. Aber noch nicht, aus welchem Zweck. Feuerrate kann ich da nicht reinpacken. Kann ich da reinpacken. Okay. Das könnte ich aber auch hier reinpacken. Das ist korrekt. So. Also wir können den Aufzug jetzt benutzen. Dann würde ich sagen, wir benutzen den Aufzug. Und fahren nach unten. Was zur Hölle? Habe ich das Ventilationssystem nicht aktiviert? Ich dachte, ich hätte das Ventilationssystem beim letzten Mal noch aktiviert. Was zur Hölle? Warum hat er sich das Ventilationssystem nicht gemerkt? Okay. Dann werde ich nochmal eben schnell das Ventilationssystem aktivieren gehen, wie mir scheint. Nachdem das nicht gemacht wurde. Lass mich doch mal eben das Ventilationssystem aktivieren. Ich meine, nicht, dass das wichtig wäre. Hat das vielleicht irgendwas miteinander zu tun? Nein. Ja, danke. Saug es weg. Saug es einfach weg. Ich würde auch behaupten, dass wir uns dem Ende von Alex Wesker nähern. Zumindest macht es den Anschein auf mich, dass es in erster Linie darauf hinausläuft. Ja, Feuerrate 3, Feuerrate 3. It worked. We can get through now. Okay, also wir haben eine Magnum mit 4 Schuss.
die ordentlich Dampf hat. Wir haben ansonsten noch ziemlich viele andere. Why does Wesker have it in for you? I don't know. I only talked to her for a little while before I got really sleepy. Oh. And I guess the answers will have to come from her. Wohl wahr. Ugh. That's one nasty bowl of soup. Was hast du bitte vor, meine Liebe? Was zur Hölle? Oh. Oh. Interessant. Würdest du da bitte nicht einfach reingehen? Ach, komm schon. Ist das dein Ernst? Kann ich... Enough, old woman. Oh, man. Das gefällt mir nicht. Mir gefällt auch nicht, dass ich hier weiter muss. Obwohl ich noch mal gerne zurück wollen würde. Obwohl ich doch noch mal gerne zurück würde. Oh. Irgendwas scheint mir nicht so, als ob hier irgendwas wäre. Scheint mir auch so. Probentransportprotokoll. Probenanfrage für die Kultivierungsanlage. Menge 70 menschlich. Ort Industriegebiet, Bewohner der Zonen 17 bis 21. Aha. Aha. Darf ich jetzt bitte nochmal zurück? Oder wie? Nein. Ich darf nicht zurück. Ich muss weitergehen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Oh. Nice place to set up house. It's like a movie. I wish I could live here. Oh. Speak for yourself. I've had my fill of mansions. Oh. Oh. Yeah. Oh. Eine Gruselvilla, wie mir scheint. Ich würde echt gern nochmal zurückgehen. Aber das kann ich nicht. Ach Gott, geht mir das auf den Nerven. Es geht mir halt einfach nur auf den Nerven, weil ich nicht weiß, was da denn überhaupt war. Ob da vielleicht irgendwas Nützliches war, was mir jetzt das Leben enorm vereinfachen würde. Oder ob da nur Schrott war. Oder ob da einfach nur Schrott war. Oh. Magnum-Munition. Okay. So, lass mich das vorlesen. Tagebuch des Leiters der Forschungsanstalt 1. Das T-Phobos-Virus zu entwickeln war ein echter Glücksfall für mich. Die anderen Forscher sahen keinen Wert dafür. Darin. Ein Virus, das ausbricht, wenn der Wirt Furcht empfindet?
reagiert auf Noradrenalin. Das ist nutzlos, sagten sie. Zum Glück war Alex anderer Meinung. Nachdem sie meinen Bericht über das Virus gelesen hatte, interessierte sie sich sehr für dessen einzigartige Eigenschaften und ernannte mich zum Leiter der Forschungsgruppe. Und als wir uns dem Abschluss näherten, wurde ich zum Forschungsleiter gemacht. Alex schätzt meinen Intellekt und es ist eine Ehre für sie zu arbeiten. Was zur Hölle hast du vor, verrückte? Verrückte Frau, was zur Hölle hast du vor? Wenn ich mal fragen dürfte. Was ist dein Bestreben hier am Ende? Okay, lass mich das Licht ausmachen. Wir sollten leise sein. Unauffällig. Wie eine Katze. Wie eine Katze. Oh oh. Nicht gut. Stirb! Denn je leiser wir hier vorgehen können, desto besser wird es für uns, weil ich mehr Munition spare. Und je mehr Munition wir hier sparen, desto bessere Chancen rechne ich mir hier aus. Weil Munition ist genauso wichtig wie Heilung an gewissen Punkten. Und deshalb sollten wir, wenn sich denn die Möglichkeit ergibt, die Leute einfach abzumeucheln, wie jetzt zum Beispiel gerade, sollten wir die auch echt ergreifen. Okay. Aber ansonsten, wir haben halt die Möglichkeit, dass Natalia versteckte Sachen findet. Dein Ernst? Darauf reagierst du nicht. Lass! Gefälligst los, du gottverdammter Schwachkopf. Danke. Oh Gott, ich hasse es. Da denkt man, okay, ich feuer einmal um die Ecke, das wird den irgendwie aufscheuchen. Pustekuchen. Okay, da sehe ich was. Ansonsten sehe ich relativ wenig. Fürchte ich. Ein Topaz. Das ist jetzt auch nicht das, was ich mir wünschen würde. Zu finden. Da brauche ich den Wappenschlüssel. Das scheint mir weitläufiger zu sein, als man annehmen würde. Alter. Wie energisch öffnest du denn bitte Türen? Hä? Wie energisch öffnest du bitte Scheißtüren? Stellt mal vor, ihr geht durch eine ganz normale Wohnungstür bei euch in der Wohnung. Ihr seid ja schon in der Wohnung drin. Und ihr öffnet die einfach so wie Barry gerade. Bam. Ihr würdet doch alle aufscheuchen, oder? Jeder, der nicht wach wäre, würde danach senkrecht im Bett stehen. Okay, hier haben wir einmal speichern.
Und ich höre Wasser laufen. Herz allerliebst. Leere Flasche, Stoff. Ansonsten nichts. Okay. Kombinieren, kombinier das mal bitte mit Alkohol, danke. Ansonsten ist hier nichts, das ist sehr seltsam. Als ob der Ort hier mir irgendwas geben würde. Oh nein. Oh nein. Alex created them. All of them. Das erscheint mir wie ein Fall für den nächsten Part. Deshalb. Ich gehe hier mal ganz schnell wieder raus, okay? Ich gehe hier mal ganz schnell wieder raus und hoffe darauf, dass wir hier irgendwo speichern können. Weil das scheint mir ein weitläufiger Bereich zu sein und so, als ob da der nächste Part ganz gut stattfinden könnte. Deswegen. Lass mich nochmal in den Raid-Modus schauen. Wir können da ja mal einfach das zweite Level machen, würde ich sagen. Wobei das Problem ist, wenn ich den Charakter ja jetzt wechsle im Raid-Modus, ja, Klappe. So, wenn ich den Charakter wechsle, ne? Dann ist sie nämlich nicht mehr Stufe 2, sondern Stufe 1. So. Okay. Pedro. Kostüm ändern. Mutierter Pedro. Okay. Was hätte er für Waffen? Ja, wir können ihn mit besseren Waffen ausstatten, aber ich würde sagen, wir nehmen sie. Ich habe ja eigentlich schon die besten Waffen gegeben, die wir haben können. Dann würde ich sagen, lass mich mal kurz das Kostüm ändern. Für Jessica. Fertigkeiten haben wir auch alle. Passt schon. So, und dann würde ich sagen, Moira hat einen Ruhebonus erhalten. Aha. Dann Einsatz, tägliche Mission. Aha. Okay, Gegner besiegen, Einsatzkosten. Ja, zeig mir was. Offenbar kann man da sehr, sehr viel Zeit auch noch drin verbringen, weil es tägliche Missionen gibt. Die einen mit ultra viel. Mit ultra viel Zeug versorgen. Okay, also ich kann hier drauf. Okay, warte. Kriegen einen Preisschlüssel. Okay. Bam, bam, bam,
bam 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 bam. Ja. Immer so viel mehr Damage. Und das, obwohl die einfach nur die dämliche Knarre ist. Aber was erwarte ich denn bitte von der Uzi, die darauf ausgelegt ist, möglichst viele Schüsse in möglichst weniger Zeit zu feuern. Okay, noch 27 Gegner. Damit hätten wir die schon mal angelockt. Ja, ich hätte den Part auch einfach kürzer machen können. Aber ich dachte mir, so können wir wenigstens noch mal was von dem Raid-Modus sehen. Ich kann mir vorstellen, dass der sehr viel Spaß mit Freunden machen kann. Oh. Okay. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr das zum Beispiel mit Freunden spielt, das könnte sehr, sehr spaßig sein. Er hätte ein bisschen was von Left 4 Dead. Wenn wir da ehrlich sind. Hätte ein bisschen was von Left 4 Dead. Okay. Auch wenn die Mod-Kompatibilität wahrscheinlich nicht so groß ist wie bei Left 4 Dead 1 und 2. Weil da hat sich über die Jahre ja wirklich massiv viel einfach angesammelt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das durchaus spaßig sein kann. Okay, wir sind hier also in einem Hörsaal. Und hier finde ich nur Pistolenmunition. Hier finde ich also nur Pistolenmunition. Weg mit dir. Insgesamt, wir haben... Ich glaube, wir haben einen Vorteil. Vor allem dadurch, dass ich immer versuche, auf die Köpfe zu zielen, weil... ich mir denken würde, das würde uns am meisten helfen, Munition zu sparen. Weil ich nun mal echt nicht der beste Ego-Shooter-Spieler bin. Wenn ich es dann hinkriegen würde, wenigstens nicht total abzukacken, dann wäre das doch schon mal ein klitzekleiner Anfang. Auch wenn wir natürlich richtig schnell feuern können. Aber das würde ich doch nach Möglichkeit vermeiden wollen. Okay. Musik ist auch sehr fancy. Oder so. Mich stört ein bisschen, dass ich meine Lampe nicht ausmachen kann. Wenn ich ehrlich bin. Das stört mich wirklich, dass ich die Lampe nicht ausmachen kann. Okay, da hätten wir auch den Bereichsschlüssel. Okay. Warum darf ich da nicht drüber springen?
Wahrscheinlich, weil die Zombies da auch nicht drüber springen dürfen. Wahrscheinlich deshalb, aber... Ha! Macht den Abstieg wieder nervtötender. Weil hier irgendwo noch Munition rumlag und... Ich wäre ein großer Freund davon, wenn ich meine Munition nicht wieder kaufen müsste, deshalb... Wo ist denn die Munition, bitte? Geblieben. Hier irgendwo war Munition. Zähl mir nichts, hier irgendwo war Munition. Oder? Hier irgendwo war Munition. Oh. Vielleicht war sie auch da unten. Das ist richtig. Okay, wir haben noch 9 Gegner vor uns. Das sollten wir schaffen. Okay, so. Ich sehe da schon was. Oh. Geh weg. Allesamt weg mit euch. Geht weg. Nein. Nicht von hinten anschleichen, du Sack. Nein. Okay, also wir könnten abhauen. Aber hier irgendwo müssten noch 4 Gegner rumschwirren. Okay. Ihr seid also gefährlicher als die 0815 Zombies. Ihr seid also gefährlicher als die 0815 Zombies, wie mir scheint. Lass mich mal hier ganz runter gehen. Wenn wir da doch schon mal sind. Also ich an eurer Stelle hätte hier noch was versteckt. Hier wäre doch prädestiniert dafür gewesen, noch mal so eine Munitionskiste zu verstecken, oder? Ich meine, wenn man sie bekämpft, was wir jetzt hier halt getan haben. Hätte sich da eine Munitionskiste sehr gut gemacht. Aber... Wer bin ich schon? Mission complete. Danke. Stufe 3 plus 5 Fertigkeitspunkte. Das ist eine Menge Erfahrungspunkte. Okay. Okay, Elite-Gegner-Fähigkeit Heiler. Ein Gegner mit dieser Fähigkeit kann fortwährend die Gegner um sich herum heilen. Lebenskristalle. Mit Lebenskristallen können sie wiederbelebt werden, wenn sie in einer Mission keine Gesundheit mehr haben.
Wenn sie wiederbelebt werden, werden ihre Gesundheit und ihre nutzbaren Fähigkeiten vollständig wiederhergestellt. In einigen Missionen können sie nicht wiederbelebt werden. Es gibt zwei Arten von Lebenskristallen, rote und blaue. Ihre Funktion ist dieselbe, aber blaue werden zuerst aufgebraucht. Blaue Lebenskristalle. Sie erhalten einen festen Satz gleich zu Beginn des Spiels. Wenn Sie die tägliche Mission spielen, können Sie sich zusätzlich verdienen. Das finde ich nicht gut. Rote Lebenskristalle können im Online-Shop gekauft werden. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Okay, wir können bei dir also Fähigkeiten freischalten. Brandflasche Stufe 0, Eisflasche Stufe 0. Okay. Okay. Verbessern, denke ich. Verbessern. Okay. Vererben. Oh. Oh. Okay. Dann nimm mal das Schrotgewehr mit. Dann nimm mal einfach das Schrotgewehr mit. Dann würde ich sagen, was auch immer. Waffen verbessern. Teile ausrüsten, Teile vernichten, Waffe vernichten. Ah. Wegteile ansehen. Okay. Da kann ich den Spiel beenden. Spielersuche, bestenliste Leistungen. Da kann ich in den Einsatz gehen. Da kann ich beurteilen lassen. Gibt es hier auch irgendwas wie den normalen Ingame-Shop? Kaufen. Triple Shot. Pistole, eine leicht zu verwendende. Oh. Her damit. Goldkiller, klar. Und jetzt. Okay. Ja, das scheint mir doch komplex zu sein. Lass mich dich durch die wechseln. Und dann lass mich mal verbessern. Und zwar, wenn ich den Schuss nochmal aufladen kann. Wir packen da jetzt alles einfach rein. Easy peasy. Easy peasy. So. Aber das wäre es eigentlich schon für heute. An für sich macht der Raid-Modus Spaß, aber er ist mir ein bisschen zu viel. Geh da hin und besieg alle Gegner. Deshalb, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder vorbeischaut.
wo es wahrscheinlich mit dem Finale der Story weitergeht. Deshalb habe ich da heute gestoppt. Also, haut rein, lasst es euch nicht entgehen. Bis dann und ciao.